Karma. Die Richtigen werden schon gewinnen, wirst du sehen. Boah, ja, ich finde das einfach so. Das wurmt mich einfach am meisten, dass ich jetzt weiß, dass unsere Boys da drin sitzen mit Leuten, die einfach schlichtweg keine Rampensäue sind. Ja, für Gina tut es mir halt leid, dass sie dann jetzt mehr langweilige Leute im Haus hat als lustige, coole. Also Beverly und Natascha saßen da mit Elsa und Gina Lisa, glaube ich. Und die zu viert haben halt schon gequatscht. Ich muss aber auch sagen, ich war noch nie mit so fucking unsympathischen Menschen in einem Format, ne? Ich bin halt nicht blöd, ich bin da immer öfters mal vorbei, so extra. Weil ich dachte mir, okay, wenn die schon über mich reden, dann möchte ich ja da sein. Das ist hier das Haus der Langweiler. Haus der Langweiler. Boah, ich finde echt viele voll langweilig. Es geht immer um dasselbe. Meine Mama war da, meine Mama dies, meine Mama das. Dann wird's ekelig, ja. Habt ihr irgendein Problem mit meiner Mutter? Ha? Hast du irgendein Problem mit meiner Mutter? Ich habe kein Problem mit deiner Mama. Aber ich hab's doch gehört. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein Problem mit deiner Mutter habe. Ja, meine Mutter war hier, meine Mutter war da, meine Mutter das, die Kinder. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein Problem mit deiner Mutter habe, ja, sondern dass ich es, lass mich aussprechen, dass ich es langweilig finde. Da musst du ja nicht zuhören, das ist langweilig. Warte doch mal, lass mich doch ausreden. Dass ich es langweilig finde, ne? Wir haben euch gestern auch gesagt, dass wir euch langweilig finden, dass wir was, ein bisschen mehr von euch erwartet hätten. Wir haben schon viel im Leben erlebt. Wir wissen wirklich, dass Familie das Wichtigste ist. Und sobald halt irgendein blödes oder schlechtes Kommentar kommt, dann müssen wir halt das beschützen, was wir wirklich haben. Und wir haben nur unsere Mutter. Das ist halt einfach so. Meine Mutter lässt du auf deinen Mund. Schluss, Punkt. Ich brauch deine Mutter nicht mal erwähnen. Ich kenne deine Mutter nicht. Dann lass es doch einfach. Verstehst? Ich lass mich nicht anschreien. Wir sind im gleichen Alter. Nee, über meine Mutter. Sie kann auch übertreiben. Respekt und du schreist sie an. Willst du mich verarschen? Meine Mutter war hier, meine Mutter war da. Wenn das Thema kommt, sollen wir nicht drüber reden. Ich kann wenigstens über meine Mutter reden. Ja, aber sie hat dir gerade erklärt, wie sie das. Und ihr redet über Ehrlichkeit, redet über die ganzen Menschen, dass sie langweilig sind. Dann sag es doch ins Gesicht. So schwer ist es doch gar nicht. Sie hat nichts über deine Mutter geredet. Nein, meine Mutter war da, meine Mutter war hier. Das kann doch nicht. Ja, das ist keine Ahnung, was sie schon gesagt hat. Aber dann sag es mir doch ins Gesicht, dass es sie stört, dass ich über meine Mutter rede. Aber sie hat nur gesagt, es ist für sie langweilig. Dann lass es doch mal. Du siehst doch, wie ich reagiere auf das Thema meiner Familie. Lass es doch einfach. Und beide sind natürlich auch sofort anzuzünden, ne? Ganz einfach. Also da braucht man nur irgendwie irgendwas droppen und dann sind die wie eine Rakete, gerade Jolina. Nein, Jada. Nein, Jolina auch. Jada. Und dann mit 18 auch noch so keift wie so ein neugeborener Chihuahua. Mama, 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 du redest nicht über meine Mama. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Nee. Ach komm. Nee, Diogo, nicht meine Mutter, nicht meine Mutter, nicht meine Mutter. Kann ich verstehen. Das ist schon krass. Das ist Neid, ich schwöre, das ist Neid. Ja, ich glaube, spätestens nach diesem, weiß ich auch nicht, was das von dem war, Geschauspieler des schlechtes Theater von Natascha und Beverly, haben aber auch andere Paare im Forsthaus gemerkt, okay, das sind ganz schlechte Verlierer. Und sobald die am Ausziehen waren quasi, hat jeder gemerkt, wie die eigentlich sind. Weil das sagt ja auch viel mehr über die aus als über uns. Und Diogo ist mal auch endlich aufgewacht. Das sind deine Freunde, es tut mir wirklich leid, Diogo, aber... Ja, das sind nicht meine Freunde. Nee, also ich bin nicht traurig, dass Beverly gegangen ist, weil wir, also so eng war das auch nicht. Weil sie meinte ja auch zu uns, dass wir langweilig wären, alle hier. Ja, mein Haus. Gott, sind wir hier im Zirkus? Ja, aber ihr müsst mal... Die Taktik, ich schwöre, ja, die Taktik. Wer hat das gesagt? Ja, Beverly. Sieht das Kompliment. Seht das jetzt mal realistisch, die sind gleich eh weg. So, meine Lieben, wir machen uns jetzt, wir ziehen aus. Ne? Die Beverly ist schon raus. Gib Gas und lass die Rampensau raus. Ne? Gute Fahrt, komm gut an. Danke, ciao. Ciao. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn du als Erster aus dem Forsthaus ausziehen musst, als Vierter, Fünfter. Also da würde ich mich schon angefressen fühlen, wenn ich jetzt ausziehen müsste. Aber ich hätte trotzdem aus Respekt und gezeigt, okay, komm, ich bin eine respektvolle Person, ich bin ehrlich und hätte trotzdem noch Tschüss gesagt. Aber Beverly war auf einmal wieder in Beverly Hills. Ich habe sie nie wieder gesehen. Also ich auch nicht. Manche Menschen können halt nicht verlieren.